Professor Oberhausen gegen den KFC Uerdingen, die vor 3.155 Zuschauer 1:0 für die Gäste endete. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ich begrüße beide Trainer, zu meiner Linken Michael Wiesenhauer und unseren Cheftrainer Mike Terranova, zu meiner Rechten, und bitte in die Gastgeberseite. Ja, vielen Dank erstmal. Ja, für uns natürlich super wichtige drei Punkte hier. Ich wusste schon, dass das hier ein verdammt harter Nachmittag wird. Oberhausen auch gesehen. Die machen einen guten Job hier, gut organisiert. Auch wenn sie heute natürlich auch jetzt ausgeschwächt waren, das wusste ich alles, nur darum geht es nicht. Hier wird leidenschaftlicher Fußball gespielt und da musst du dich natürlich auch in Zweikämpfen zeigen, du musst die Basis auf den Platz kriegen. Ich fand, das haben wir über 90 Minuten sehr, sehr gut gemacht. Ich denke, der Sieg ist verdient. Im Fußball ist es natürlich so, wenn du einzeln in Führung gehst und danach zahlreiche Chancen liegen lässt, kommst du immer in die Bredouille. Ist auch klar, dass du da immer wieder über Standards vom Gegner natürlich Gefahr laufen, vielleicht so ein Ding zu kassieren. Ist heute nicht passiert, weil wir, fand ich, sehr, sehr gut verteidigt haben. Wir waren sehr wach. Was wir natürlich verbessern müssen, ist, wir hatten eine Vielzahl von Ballgewinnen. Der Umschaltmoment war auch gut, aber wir müssen natürlich die Torchancen einfach reinmachen. Das haben wir heute nicht gemacht. Da wirst du verrückt an der Seitenlinie, weil du natürlich weißt, du könntest zum Spiel vielleicht eher entscheiden. Aber okay, brauchen wir nicht drum rumreden, ist nicht passiert. Wir haben das 1:0 dann rübergebracht, haben die Tabellenführung zurückgeholt. Also von daher bin ich natürlich sehr, sehr zufrieden. Wenn ich hier am Gastgeber, habe ich schon gesagt, ich hatte großen Respekt. Auch mehr bis jetzt und heute, ich weiß nicht, was das auch uns betrifft. Ja, also wir haben auch 18 Mann gerade momentan. Also wir sind auch immer zu wenig verschwunden. Aber trotzdem hier zu gewinnen, das ist schon eine gute Leistung. Ich freue mich über den Stolz. Trotzdem noch ein Moment darüber aus. Also ich bin das Team. Vielen Dank, Mike, deine Einschätzung zum Spiel. Ja, wir wussten schon, dass wir auch eine sehr, sehr organisierte, gute Mannschaft, die unheimlich viel Qualität hat. Wir gehen natürlich nach 7 Minuten durch von uns eine Stärke, eigentlich die Standards, gerade in der Defensive im Rückstand, muss man sagen, die werden Rahmen getreten, sehr schwer zu verteidigen. Ja, und wenn man halt eine Spitzenmannschaft hat, zurücklegt, geht es halt schwer, das hat man nicht gesehen. Die haben halt kaum was zugelassen. Dann haben wir natürlich einen Zufall, muss man auch dazu sagen, die Chance hat es von Chico. Und wenn er halt in so einem Spiel bestehen lässt, muss er das Ding halt auch nutzen. Ja, wir haben meine Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen, kämpferisch. Haben da alles halt reingehauen und was halt gesehen, dass Uerdingen halt kaum was zulässt. Wenn wir Glück, wenn wir Pech haben, muss man auch ganz klar sagen, machen wir noch 2, 3 Tore mehr. Ich denke, dass die da einfach wacher waren. Gerade in Uerdingen haben wir 2 Kämpfe gewonnen. Wir haben halt nochmal umgestellt und sind auf 2 Spitzen. Aber wie gesagt, heute muss man einfach anerkennen, dass sie einfach klar besser waren. Und, ich denke, dass sie in der Verfassung halt auch dieses Jahr eine sehr, sehr gute Rolle spielen wird. Für uns, wird die Niederlage nicht umwerfen. Das hat dann so Rückschläge passieren, das ist normal. Ich denke, wir werden die Fehler jetzt aufarbeiten. Wenn dann noch normal wieder rübergehen, dann fragt es halt schon der nächste Spiel. Dann nehmen wir halt zu, dass wir halt wieder da hochkommen, dass wir halt zurück in die Spur kommen. Ich wünsche euch alles Gute. Verdient worden. Vielen Dank, Mike. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Bitte ein kurzes Handzeichen, gib ein Mikrofon. Wer ist? Das ohne ihn aufzufangen. Das wusste er, dass ich da mit ihm auch kritisch war, was Fitness betrifft. Und heute war der Tag, da gab es ja keine Diskussion. Heute war Sancho Estragon ziemlich viel. Er hat ein gutes Spiel gemacht, nachgefahren seine Fitnessarbeiten auf der 6. Natürlich eine gute Präsenz, ein gutes Kopfballspiel. Also dann das Tor macht, das ist natürlich für uns überragend. Jan Holdak, ungewohnte Position. Aber in dem Fall interessiert mich nicht, weil wir momentan einfach auf der Position Probleme haben. Die Spieler sind verletzt. Daher, er marschiert und macht, ist ein guter Junge, das Herz am richtigen Fleck. Ich hätte mir auch gewünscht, dass er so ein Ding über die Linie gewinnt. Das wäre der nächste Schritt. Aber okay, daran arbeiten wir. Also von daher, mit beiden Entscheidungen könnte es gut gehen. Bitte.
Herr Wiesinger, hallo Esma. Meine Frage wäre, worin sehen Sie heute speziell in diesem Spiel die Gründe, dass Sie gestandene Regionalwissen, die RWO im eigenen Stadion wirklich teilweise an die Wand gespielt haben, fand ich jetzt. Also Sie waren schon besser als Sie gefragt. Ja, die Wand spielt, fand ich was anderes. Es waren immer in den Zweikampfsituationen, fand ich, oder gehen auch vielleicht im Ball mit dem Arm hätte können. Ja, das ist ja, haben wir vielleicht heute wieder, wie der Kollege sagt, ein Tick auf gieriger, ja, vielleicht cleverer, ich weiß es nicht. Aber die Wand spielt etwas anderes. Ich denke, wir haben uns dann erst hat das auf den Schlagabtausch eingelassen. Das sind wir nicht. Da sind wir auch besser wie wir. Wie viele Mannschaften besser wie wir, wenn wir das Spiel unter Kontrolle haben, sind wir die bessere Mannschaft. Und ich bin jetzt nicht so euphorisch. Ich freue mich nicht, wie hier vom Hofen jubel mich hier immer. Das war ganz normale Arbeitssieg. Das ist natürlich höher ausgefallen. Aber ich sage trotzdem, die werden nicht viele Mannschaften gewinnen. Und von daher haben wir einen guten Job. Hallo, heute das Spiel, meinen Sie, dass es vielleicht so ein Zeichen ist, dass wir ganz gut nicht reichen können? Ja, wir haben ein Spiel verloren. Ne? Ich denke, wir haben auch viele Spiele gewonnen haben, wo uns alle hochgejubelt haben. Und möchte ich auch nicht, dass wenn man ein Spiel verliert, dass alles negativ geredet wird. Es war heute ein Tag, wo Uerdingen einfach besser war. Ne? Ich denke, jetzt werden auch wieder viele Spiele kommen, wo wir dann halt die Dinger gewinnen. Also wie gesagt, ich möchte nicht alles an einen Spieler abhängig machen, sondern besser und schlechter möchte ich da auch ein Danke. Gibt es noch Fragen an die beiden Dorsch? Ja, wie Sie zum Vorsprung fragen, für das Pokalspiel zum Mittwoch, ob Sie da als Kollegen durchwechseln, ob es ein Wechsel durchspielt? Ja, ich habe es ja gesagt, wir haben momentan 16 Feldspiele im Training. Also, ja, übrigens sich die Frage, wir müssen gucken, dass wir morgen regenerieren, morgen früh, und dann haben wir natürlich auch noch am Mittwoch kein Selbstläufer. Aber bei meiner Mannschaft habe ich da keine Bedenken, weil wir die gute Mentalität haben. Und trotzdem wird es wieder eine Herausforderung. Ich hoffe, dass der ein Mann rankommt. Wenn der Käfke noch gesperrt ist, momentan hat es natürlich schon dick gefunden. So. Ja, aber es geht auch an der Mannschaft raus. Jeder ist da momentan ein bisschen gerade, ist immer im Herbst zu uns, aber ich glaube, das ist jetzt noch nichts Neues. Und wir werden es da durchreißen. In der quasi Ellbogen, weißt du, schon was Neues? Nein, morgen früh finden wir noch definitiv aus. Hm. Noch Fragen? Keine Fragen. Das ist nicht der Fall. Dann geht es zu unserer Kleewetter, kommenden Freitag weiter, erst auf zu Köln am Spiel. Das nächste Heimspiel für unsere Kleeblätter dann Mittwochabend, der 18. Oktober, das Pokalspiel gegen den Sportclub Düsseldorf West, hier Anstoß 19.30 Uhr. Und dann gestern eine gute Heimfahrt, weil der wieder voll ist.